Heute ist es mal wieder Zeit für ein Video. Und zwar möchte ich heute über das Thema Urvertrauen sprechen. Ich habe gemerkt, Vertrauen ist was, was eigentlich die wenigsten Menschen heutzutage noch wirklich in sich haben. So ein richtiges Urvertrauen, so ein sich richtig verwurzelt fühlen und einfach zu wissen, dass alles irgendwie seinen Sinn hat und dass alles schon irgendwie gut wird. Ich glaube, die wenigsten Menschen haben so dieses Vertrauen noch. Und ich glaube, wir hatten das alle mal. Ist wahrscheinlich schon sehr, sehr lange her. Und wir haben es irgendwo auf dem Weg verloren. Und das Ergebnis ist, dass wir alle ziemlich zerstreut sind. Also ich merke, dass immer mehr Menschen oder die Zeit einfach, die Zeitqualität so viel Zerstreuung mit sich bringt, wenn wir im Internet sind oder ständig irgendwas Neues sehen, hören, erleben, lesen. Dadurch haben wir gar keine Verbindung mehr so richtig zu unserem Bauchgefühl, zu unserer Intuition und wir hören sie auch nicht. Und ich glaube aber, dass sie da ist. Ich glaube, dass wir sie hören könnten, wenn wir nur mutig genug wären. Aber wir haben alle irgendwie Angst vor der Stille und deswegen lenken wir uns lieber ab und kompensieren und ja, und dadurch finden wir einfach nicht in dieses Vertrauen zurück. Und ich habe es mir jetzt zur Aufgabe gemacht, weil, wie ihr wisst, habe ich ja schon einige Zeit ja, gesundheitliche Probleme. Und da fällt es mir natürlich dann auch manchmal sehr schwer zu vertrauen, dass alles irgendwie einen Grund hat oder dass es alles seinen Sinn hat. Und oft suche ich dann nach im Kopf nach irgendwelchen Lösungen dafür oder ich merke dann auch, ich lese dann immer mehr und ich informiere mich immer mehr, aber umso mehr ich lese, desto weniger weiß ich danach. Und deswegen hatte ich jetzt die Erkenntnis, dass es darum geht, weniger zu lesen, weniger zu konsumieren, sondern einfach wieder mich zu zentrieren, wieder zu spüren, einfach reinzufühlen und zu merken, in mir drin finde ich die Sicherheit, aber nicht außerhalb von mir. Ja, vielleicht denkst du auch drüber nach, über deine Intuition und vielleicht ist es ja ein Impuls für dich, auch mal reinzuspüren und mal zu fühlen, wo denn dein Bauchgefühl ist und was es dir dann vielleicht auch sagen will.